Seeking satellite. This is Hotel Bravo 9, November Bravo Golf. Hotel Bravo 9, November Bravo Germany is calling. Seeking satellite. Grüezi miteinander. Wir haben den 13. Februar 2019. Einen denkwürdigen Tag, kann man sagen, für uns. Wir haben nämlich das erste Mal einen Sendetest machen über einen neuen Amsat Oscar. Nicht Amsat Oscar, er ist von der Amsat DL entwickelt. Er heisst Qatar Oscar 100. Es geht um das. Über das reden wir jetzt miteinander. Da zeige ich etwas zeigen darüber. Das ist der erste geostationäre Satellit, den wir Funkamateure brauchen dürfen, um kommunizieren darüber. Und unser Setup hat für Delphi bestanden. Wir haben heute gesendet über den Oscar 100. Ein bisschen Theorie noch dazu. Wie tut man kommunizieren über einen Satellit? Ganz einfach gesagt, wir haben einen Uplink. Das heisst, wir senden auf einen Satellit. Und wir haben einen Downlink, das ist der Weg, die Strecke, wo das Sendesignal vom Satellit zurück zu der Erde zurückgeht. Uplink rauf, Downlink runter. So funktioniert die Geschichte. Wir nehmen natürlich getrennte Frequenzbänder für das, sonst stopfen wir ja gerade selber unseren Empfänger zu, geht natürlich gar nicht. Teil von euch haben früher schon Satellitenfunk gemacht, ich gehöre auch zu diesen Leuten. Ich habe in den frühen 1990er Jahren sehr, sehr viele QSOs über Oscar 13 gemacht. Ein hochelliptisch fliegender Satellit war das. Sehr eine interessante Sache war das dazumal. Dann war der Uplink auf 70 cm und der Downlink auf dem 2 Meter Band. Das ist mit normalen Amateurfunkmitteln, hat man das bewerkstelligen. Beim geostationären Satellit, bei dem Oscar 100, ist das ein bisschen anders. Da ist das Equipment, hat ein bisschen höhere Anforderungen. Das heisst konkret, wir haben einen Uplink von 2,4 GHz und wir haben einen Födersatellit auf 10 GHz. Etwas über 10 GHz. Wir haben einen Schmalbandtransponder, einen sogenannten Narrowband-Transponder. Und wir haben einen Breitband, einen Wideband-Transponder, den wir zur Verfügung haben, wir Funkamateure. Wir arbeiten vorderhand mit dem Schmalbandtransponder. Wir haben für einen Uplink, brauchen wir an sich zentral als eigentlich einen Uplink-Transceiver, einen herkömmlichen Amateurfunktransceiver. In unserem Fall ist das der FT-991A von Jesu. Sehr viele von euch, sehr viele Funkamateure haben einen FT-991. Wir steuern einen sogenannten Abkonverter an mit 2 Meter Signal. Seht ihr das hier? 144/100, das ist unsere Sendefrequenz. Und wir arbeiten mit 5 Watt Steuerleistung für einen Abkonverter. 5 Watt Leistung, das ist jetzt eine Frequenz, 144/100. Die wird umgesetzt und wir hören uns dann zurück auf 2400 MHz Punkt 100. 10 GHz Punkt 100. So ist das. Wir gehen rauf mit 2400 MHz, das heisst 2,4 GHz und 100 kHz. Was machen wir mit diesem Signal? Wir gehen mit diesem Signal auf einen Abkonverter. Den Abkonverter, den steuern wir an mit dem 2 Meter Signal. Und der macht uns aus dem 2 Meter Signal 2,4 GHz mit maximal 20 Watt. Das ist der Ausgang. Wir sehen hier einen wichtigen Punkt. Wir haben hohe, wirklich hohe Dämpfungen.
auf dem 2,4 GHz Bereich müssen ein hochwertiges Kabel nehmen als Verbindung zu der Antenne. In unserem Fall ist das ein Aircom Premium. Wir haben 15 Meter Kabel vom Aircom Premium ergibt auf 2,4 GHz plus minus 3 dB. Das heisst, die 20 Watt von hier werden halbiert. Am Spiegel, am Feed vom Spiegel stehen uns noch 10 Watt zur Verfügung. Wir verlieren noch etwas mit diesen zwei Endstecker. Je nachdem, was das für eine Qualität ist an Stecker und wie die montiert worden sind, ist das ein Plus Minus, vielleicht ein halbes dB oder irgendwie so etwas. Das heisst, wir haben noch etwas weniger als 10 Watt am Spiegel. Wir in unserem Fall arbeiten mit einem 65 cm Spiegel. Das heisst wirklich ein sehr kleiner Spiegel, der ist etwa so gross, wo fast jeder von euch kann montieren kann, irgendwo in der Nähe vom Scheck, neben dem Fenster oder irgendwie so. Das ist die Uplink-Seite, mit dem senden wir rauf. Zeige ich hier noch etwas. Es muss nicht ein FT991 sein. Viele unter uns oder unter euch kennen das FT290. Das war mein persönlicher erster Transceiver 1990. Der hat 2 Meter in FM und SSB und bringt 2,5 Watt Leistung. Wunderbar als Ansteuer-TRX von diesem Abkonverter. Einfach dann darauf achten, dass wir relativ nah am Abkonverter sind und von diesen 2,5 Watt nicht zu viel verlieren bis zum Abkonverter. Das ist eine Möglichkeit als Transceiver. Unheimlich vielen Leuten bekannt, FT817, FT818. Super Anwendung von diesem kleinen Gerät. Kann nämlich auch 2 Meter und auch in allen Modi, also auch in SSB oder CW. Und wenn du eine externe Speise hat, 5 Watt Leistung. Perfekter Steuertransceiver, ebenfalls für einen Uplink. Kommen wir noch schnell zum Downlink. Wir haben auch empfohlen auf dem Downlink mit einem 65 cm Spiegel. Wir nehmen in unserem Fall jetzt, das, was wir euch jetzt zeigen, basiert mit einem Consumer LNB. Der ist an sich nicht gemacht für 10,4 GHz. Das ist die Downlink-Frequenz plus minus. Der funktioniert aber dort. Achtung! Ist eine günstige Lösung, keine perfekte Lösung. Weil die Consumer LNB, die sind nicht stabil in der Frequenz. Das heisst, ihr müsst während dem QSO aber ein bisschen die Empfangsfrequenz korrigieren. Das sehen wir nachher. Geht aber, wir speisen den über das Koaxkabel mit 12 Volt. Warum mit 12 Volt? Mit 12 Volt hat so eine LNB vertikale Polarisation. Mit 18 Volt hat er horizontale. Wir brauchen 12 Volt. Wir speisen die 12 Volt ein mit einer Weiche. Und auf die Weiche, die hat auch für einen DC-Anschluss F, da haben wir ein spezielles Kabel gemacht auf Powerpole. Also da haben wir ein Powerpole-Steckerperle dran und speisen das in die HF-Leitung rein, die 12 Volt. Das ist unsere Empfangsantenne auf einem 65er-Spiegel. Was ist unser Empfänger? Der hat eine Lokaloszillatorfrequenz von 9,75 GHz. Wenn das gemischt wird mit diesen 10,4, 10,5, ergibt sich irgendein ZF, der da rauskommt, bei 740 MHz. 740 MHz, seht ihr, da gibt es keinen Amateurfunktransceiver, der das empfohlen kann. Folglich brauchen wir etwas anderes. Und was eignet sich hier besser als ein SDR-Empfänger von SDR Play? Der RSP Duo, das ist der neueste Spross, ein sehr hochwertiger SDR-Empfänger, hat einen durchgehenden Empfangsfrequenzbereich von 0, quasi 0, bis auf 2 GHz. Das heisst auch, die 740 MHz die liegen dort drin. Das heisst, ich komme direkt mit dieser SAT-ZF hier auf den Eingang. Wenn ich den hier drauf bringe, doch, ich bringe ihn drauf, sehen wir, das ist ein SMA-Anschluss. Wir gehen also hier mit dem S, mit dem Kabel hier drauf. Der SDR Play selber ist mit einem USB-Kabel am PC angeschlossen und das ist. Also unser Empfänger ist der PC.
Sieht man übrigens hier gerade das Spektrum, wo gerade läuft drauf. Also das ist das, was wir empfehlen. Wir sehen hier 739 irgendwas Megahertz. Wir sehen hier, es hat ein bisschen Traffic schon auf dem Transponder, dass sie ein bisschen breiter, das ist ein bisschen schmälerer da. Das ist jetzt ein CW-Signal. Man sieht, dass da ein lauter Strich, lauter da sind das, die hier runterlaufen. Und das sind SSB-Signale. Und jetzt schauen wir zusammen an, wie das tönt, wenn wir uns selber zurückhören vom Satellit. Seid mal gespannt, in im Platz und suchen, fangen Sie mal eine Frequenz. Also, wir sind so weit. Schauen wir mal, wo kommen wir runter? Wie gesagt, der LMB tut ein bisschen mit der Frequenz hin und her driften. Der ist nicht stabil. Da gehört die TCX so rein, ein hochstabiler Oszillator. Ist nicht der Fall, kann man modifizieren. Wir gehen jetzt auf solche Sachen nicht, zu diesem Zeitpunkt nicht ein. Es geht darum, euch etwas zu zeigen, das mit wenig Aufwand und relativ günstig einfach funktioniert. Nehmen wir das, den Frequenztrift, nehmen wir in Kauf. Das heisst, wir wissen jetzt nicht, wo kommen wir runter, wenn wir mit 144-100 aufsenden, beziehungsweise in Abkonverter senden und mit 2400,1 MHz dort aufsenden. Senden wir einmal und dann schauen wir hier ins Spektrum. Wo kommt ein Signal zurück? Man kann vielleicht näher schauen, als das sieht. Ich pfeife jetzt einmal hier rein. Und die wir mal schauen, da, ich pfiff noch nicht, das bin nicht ich. Jetzt wir mal pfiffen und schauen, was passiert. Ja, ist jetzt erstaunlicherweise gerade nebendran, das wollen wir nicht, da ist schon ein. Gehen wir hier oben, ja, 15 kHz auf. Jetzt wir mal schauen, jetzt müssten wir irgendwann mal hier kommen. Jetzt habt ihr gesehen, kleine Verzögerung. Kleiner Einschub, geostationäre Umlaufbahn, etwas über 30'000 Kilometer geht unser Signal auf und 30'000 Kilometer kommt es wieder zurück. Elektromagnetische Wellen, haben wir alle einmal gelernt, bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit, das heisst 300'000 Kilometer pro Sekunde, 60'000 Kilometer. Ein bisschen mehr tut unser Signal zurücklegen. Können wir ausrechnen, ist ein Fünftel von 300'000. Das heisst, der Versatz, den wir uns zurückhören, ist etwa 0,2 Sekunden. Das heisst, wenn ich sage A, macht es A. 0,2 Sekunden später hören wir es wieder darauf. Wir machen das Spiel hier mal zusammen. Dann zuerst schauen, wo sind wir. A. Habt ihr vielleicht jetzt gemerkt, es geht im Moment. Klingt jetzt nicht so schön, weil wir senden natürlich das, was wir hören, wieder dort rauf. Aber ich kann jetzt quasi mehr schauen vielleicht da drauf auf mein Signal. Und wir machen ein bisschen leiser, als wir uns nicht stören. Aber ich mache jetzt einmal einen Test. Und du mal rufen Zirkel Satellite. Ich mache den hier zuerst einmal ein bisschen leiser hier. CQ Satellite, CQ Satellite. This is Hotel Bravo 9, November Bravo Golf. Hotel Bravo 9, November Bravo Germany is calling CQ Satellite. CQ, CQ Satellite, this is HB9, November Bravo Golf. Hotel Bravo 9, November Bravo Germany is calling CQ Satellite, CQ, CQ Satellite. This is Hotel Bravo 9, November Bravo Golf. HB9 November Bravo Golf is calling CQ Satellite and listening for any call. Es kommt noch niemand zurück. Wir haben gesehen, das ist unser Signal gewesen. Wir haben gesehen, wir haben etwa S8 gemacht da drauf. Ist jetzt ein bisschen verfälscht, weil wir das noch verstärken unterwegs bei uns im Haus ein bisschen. Also wir gehen jetzt dort nicht weiter drauf ein. Aber die sehen, das geht. Ich tue jetzt mal hier drauf klicken und höre mal, wer da ist. And the trees are swaying quite a bit here. So I hope that will eventually drop down a bit overnight, but we'll see. Well, interested in your comments on the major
Feinde kennt. Rieft jetzt kein Zeichen, wenn wir schauen, was das ist. Ah, da ist ein Kuss so mit jemandem. Wir hören da jemanden. Yeah, Roger, very, very good, Albert. Very good afternoon to you, Papa Alpha Zero Alpha. This is HB9 November Bravo Golf returning. Thanks very much for coming back to my call, Albert. You are 5-9, 59. Name is Rene, Romeo Echo, November Echo. And I'm located in Juliet, November, 37 Sierra Juliet, JN37 Sierra Juliet, near by the city of Basel in northwestern Switzerland. You are on a short YouTube video, Albert. We are making a short YouTube video, and you can hear you this evening. You can see you on the YouTube video, Albert. My back to you, Papa Alpha Zero Alpha. This is HB9 November Bravo Germany listening. Okay, Roger. Hotel Bravo 9 November Bravo Golf. This is Papa Alpha Zero Alpha. Good afternoon, Rene, and I understand the short video. Okay, I'm working with 20 watts, 20 watts in the Helix antenna for transmitting. Stand receive antenna is a dish 1.2 meters, 1.2 meters in diameter with an LMP. That are the important things. yes, I think there is a slight ending on your signal. I'm not quite sure, but it looks like there's a little ending on your signal. But not sure. I just said that. Okay, Michael, back to you, Rene. Hotel Bravo 9, November, Bravo Golf, Papa Alpha, Zero Alpha. Yeah, Roger, very good, Albert. Papa Alpha Zero Alpha, this is HB9 November Bravo Golf returning. Many thanks, Albert, also for because the FMing this morning, another OM from the UK said it to me. I will verify what's the problem, Albert. It's only my about the fifth QSO here on the satellite, running also 20 watts from an up converter from Kuhne. The transceiver which I am using here is a FT991 from Yaesu, and the drive power is 5 watts, and the output power of the Kuhne up converter is about 20 watts. There are 15 meters of cable, aircom premium, and so I think I have a little bit less than 10 watts on the feed. It's also a helix, it's a helix feed. A small helix feed from for 13 centimeters, and there is a dish. The antenna for the uplink is a dish, a 65 centimeters dish. Also for the downlink, there is also a dish, 65 centimeters dish for the downlink. And I'm using a consumer LNB in this moment, which is not so stable in his frequency. And I'm receiving the signal with a SDR play. SDR play for the receiving the IF of about 740 megahertz. Night back to you again, Albert. I hope you could hear me on the satellite. Papa Alpha 1, Papa Alpha 0 Alpha. This is HB9 November Bravo Golf. November Bravo Golf.
Okay, Roger, Albert. Papa Alpha Zero Alpha, HB 9 November Bravo Golf returning for the final. Many thanks, Albert, for coming back to my call. It was really a pleasure to talk to you. Can you give me my report? I missed my report. What was the report, Albert? Go ahead. Yeah, Roger, very good. Many thanks to the 5829. Very, very good here. Okay, Albert, many thanks for the contact. 73, good luck on the satellite, good DX, and hope to meet you soon again. Maybe also on the satellite, Albert. Papa Alpha Zero Alpha. This is HB 9 November Bravo Golf. Off and clear. Bye bye, Albert. Thank you. Oh, someone with the Liesle here. Also, das ist ein Verabschied. Also. Ihr habt gesehen, das war jetzt nicht weit gewesen. Also nicht weit, 30'000 Kilometer auf und wieder runter. Das war der Papa Alpha Zero Alpha von Holland. Das hat alles zusammen funktioniert. Wir haben gesehen, dass immer ein bisschen die Frequenz nachschieben musste. Sie ist immer ein bisschen davon driftet. Also da gibt es natürlich noch ganze Haufen zu verbessern und abzuändern. Es gibt auch andere Lösungen, mit denen kommen wir noch. Vielleicht nicht gerade heute und morgen, das braucht einen Moment. Zum Anfang ist sicher die Lösung mit dem Down-Converter, mit dem LNB, ist sicher eine super Lösung. Die können das selbstverständlich bei uns anschauen. Wir zeigen euch gerne, wie das wirklich funktioniert live. Wir haben Up-Converters am Lager, wir haben LNB am Lager, wir haben Dishes, ein bisschen etwas am Lager, alles andere ist sehr, sehr schnell da. Also kommt vorbei, findet mehr Informationen auf www.lutz-electronics.ch. Besten Dank im Moment für die Aufmerksamkeit. Und vielleicht hear you soon on the satellite. That would be great. Okay, vielen Dank und bis demnächst. Tschüss zusammen.